Hallo meine Lieben, ich mache heute saftige Schokocookies. Dafür benötigen wir 140 Gramm Butter, dann fügen wir 80 Gramm braunen Rohrohrzucker dazu und schlagen es cremig. Dann kommt ein Ei hinzu und einen halben Teelöffel Salz. Und weiter cremig schlagen. Zu der Masse fügen wir jetzt 50 Gramm geschmolzene dunkle Schokolade hinzu. Und alles gut miteinander vermengen. Nun 100 Gramm Schokolade fein hacken. Dazu kommen noch 50 Gramm gehackte Walnüsse. Schokolade und Walnüsse zu dem Teig geben. Dazu kommen jetzt 230 Gramm Mehl. Ein Teelöffel Natron und ein Teelöffel Backpulver. Das Ganze mit der Hand schön verkneten.
Den Teig für 30 Minuten ruhen lassen. Den Backofen schon mal auf 160 Grad Umluft vorheizen. Dann aus dem Teig in etwa solche großen Kugeln formen und aufs Backblech legen. Die Kugeln etwas andrücken. Und dann für 15 bis 20 Minuten in den Backofen backen lassen. So sehen meine Schokocookies aus, wenn sie ausgebacken sind. Ich breche euch mal eins durch. So ist die Innenansicht. Sehr lecker. Ich hoffe, mein Cookie-Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder mit dabei wärt. Bis dahin, tschüss.